Servus, Dieters Wälder Podcast. Spannende Geschichten von besonderen Leuten. Servus, ich bin's Dieter. Heute gibt's eine kleine Sonderausgabe. Und zwar, es geht jetzt zum Vierer. Ein Jahr Dieters Znüngeries. Ein Jahr Servus, Dieters Wälder Podcast. Also das hat wirklich heute vor einem Jahr angefangen, wo ich mit der ersten Sendung on air gegangen bin. Und da war natürlich mein Pilotkindchen, der Guido Flatz, der Bürgermeister aus Dorn und auch zugleich der Regio-Obmann. Seitdem haben wir jetzt echt unsere 20 Geschichten gemacht. Die sind on air, sind natürlich jederzeit zum Ablosen und eure Geschichte interessanter und spannender als wie die andere. Und gerade für mich ist es eine besondere Begebenheit, mit diesen Menschen erstens zum Kennenkommen, zweitens besser kennenzulernen, die, was ich erkennt habe, und vor allem entstanden wirklich schon kleine Freundschaften. Und wir haben auch eine tolle WhatsApp-Gruppe benannt, wo alle Interviewpartner dabei sind, und da tauschen wir uns immer regelrecht aus. Also noch einmal ein Dankeschön allen Interviewpartnern, als Nüngerias-Partnern und vor allem auch euch, die die Geschichte auch lasen und das auch weitertragen. Also vielen Dank noch einmal. Meine Partner, die mich das letzte Jahr und auch heuer werden sie mich unterstützen, und zwar die Raiffeisenbanken im Bregenzerwald, die Vorarlberger Landesversicherung und die Wälderversicherung. Und mit der Unterstützung treibt es mich auch weiter, dass ich weitermache und vor allem, dass es wieder neue Podcast-Sendungen gibt. Es geht wirklich Schlag auf Schlag. Nicht nur Geburtstag ist, sondern seit letzter Woche ist es auch bekannt, dass Servus Dieters Wälder-Podcast nominiert ist. Und zwar bei der Ö3 Podcast Challenge oder beim Podcast Award. Den gibt es das zweite Mal. Da werden wirklich österreichweit sämtliche Podcasts nominiert und können sich dort bewerben, und wir sind mit dabei. Da hätte ich eine Bitte an euch. Da brauchen wir natürlich die Unterstützung, nämlich wirklich, ich erzeige ein klitzeklinger regionaler Podcast aus dem Bregenzerwald österreichweit wahrnehmbar zu machen. Das ist wirklich eine Herkulesaufgabe, und mir deutet uns aber derer Stelle. Das heißt, seit letzter Woche ist die Voting-Geschichte schon losgegangen, geht bis zum 6. Februar, also nach knapp 14 Tage. Und da hätte ich wirklich die Bitte, der hat mich echt freuen, wenn ihr uns unterstützt, zwar die ganze Servus-Family, mit dem Voten. Also die Voting-Link-Geschichte, die tue ich bei den Shownotes unten ab, also das heißt, das sehe ich danach, oder er geht auf Ö3, oder er geht im Prinzip auf Servus Dieters Wälder Podcast. Dort habe ich den Order-Link direkt verlinkt. Da können wir drauf. Das heißt, jeden Tag kann man einmal voten mit einer E-Mail-Adresse, mit eurem Namen. Und ja, da hat mich echt freuen, wenn wir da ein starkes Zeichen setzen können. Und vor allem, ob wir überhaupt denn auftauchen oder wahrnehmbar wird, da zwirn. Also, das wäre mal noch meine Bitte. Ich wünsche euch jetzt ein tolles Wochenende. Wie gesagt, jeden Monat gibt es wieder einen neuen Podcast. Und es gibt natürlich auch als News aus dem Hause Servus, und zwar die Servus Live-Sendung. Jede Montag um 18.30 Uhr, ungefähr 10, 12, vielleicht 15 Minuten, eine kurze Sendung mit ein paar Episoden. Da geht es auch um diesen sogenannten Backstage-Bereich. Das, was ich mit diesen Podcast-Geschichten alles hinter den Kulissen erlebt habe, gibt aber auch immer etwas Neues zu erfahren, herrscht schon gewesen. Und das eine oder andere Episödle, und vielleicht geht es auch für den einen oder anderen, was er noch nicht gewusst hat. Also, freut mich, ihr könnt darüber hinschalten, und zwar jeden Montag 18.30 Uhr auf meinem YouTube-Kanal Servus Dieters Wälder Podcast, ist auf jeden Fall aber auch nachzuschauen. Und jetzt wünsche ich euch ein gutes, schönes Wochenende, hört's feiner, und voten, 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 das ist nicht verboten. Freue mich, wünsche euch was, euer Dieter. Servus!